der letzten Folge habe ich mich mit der Prozesswelle von 1665 beschäftigt, unter der Führung des ruchlosen Bürgermeisters Dr. Kerkmann und seines Assistenten Hilmar Kuckuck und des greisen Staatssekretärs Johannes Berner. Dieses Trio hatte bereits unzählige Menschen unter das Hinrichtungsschwert gebracht und die Hexenjuristerei schamlos dafür ausgenutzt, ihre politischen Gegner auszuschalten, sich zu bereichern oder es einfach Leuten heimzuzahlen, die sie nicht mochten. Wir befinden uns damit in den schicksalsschweren Jahren 1665 und 1666, eine Zeit, in der die Hexenprozesse ihre größten Exzesse erreichten, doch zugleich damit auch am dreistesten die Machenschaften dahinter sichtbar machten. Die Wirklichkeit der barocken Hexenjagden hat nichts zu tun mit weisen Frauen, deren naturverbundenes Geheimwissen ihnen von bigotten, frauenhassenden Männern geneidet wird, wie es viel zu oft heute in allerlei Geschichten erzählt wird. Übrigens ist diese ganze Legende zu weiten Teilen eine Erfindung des Dritten Reiches und geht auf Mathilde Ludendorff und Alfred Rosenberg zurück. Doch in der historischen Wirklichkeit ging es nur um schnöden Mammon und auch um den Erhalt eigener Karrieren und lokale Machtpolitik. Aber es geht auch um Eitelkeit und Animosität einer bürgerlichen Gesellschaft, die durch den 30-jährigen Krieg erschüttert wurde. Da ist auch viel Neid im Spiel gegenüber jenen, die von den Grausamkeiten des Krieges nicht ganz so hart getroffen wurden. Die Prozesswelle von 65 hatte zwei prominente Angeklagte im Mittelpunkt. Die reiche und angesehene Witwe Anna Böndel und den Obristleutnant Abschlag. Beide waren in der Lemgoer Gesellschaft, was man auf Englisch als Socialites bezeichnet. Sie waren gesellschaftlich angesagt. Die Witwe Böndel war sichtlich reich und Abschlag mochte nun kein allzu vermögender Mann sein, doch er war eine feste Größe der Stadtgesellschaft. Kerkmann hasste beide, da sie ihm bereits 10 Jahre zuvor durch die Lappen gegangen sind, als sie sich hinter Rechtsanwälten und Gutachten verbarrikadiert und damit Kerkmann brüskiert hatten. Und doch ist der juristische Angriff auf die beiden durchaus unterschiedlich motiviert. Was Leutnant Abschlag betrifft, war dieser einfach nur ein ehrenrühriges Ärgernis für Kerkmann, der allzu gerne das 10 Jahre alte Urteil im Gegenteil verkehren wollte. Es war eine persönliche Animosität zwischen zwei Männern, die sich offensichtlich nicht leiden konnten und sich spinnefeind waren. Die Demütigung und Folterung der angesehenen Witwe Böndel hat einen sichtlich komplexeren Hintergrund. Natürlich spielt auch hier Kerkmanns persönliche Eitelkeit eine Rolle, doch es gibt hier Erklärungen, die deutlich tiefer greifen und einen sehr plastischen Blick auf das gesellschaftliche Leben im barocken Lemgo werfen. Und dazu wird es in dieser Videoepisode noch einiges zu sagen geben. Kerkmann hatte alle beide seit Wochen in seinem Kerker. Die Witwe Böndel war, zum Schrecken ihres Sohnes, Dr. Sprute, vollständig gebrochen und psychisch zerstört. Abschlag hatte man wiederum tagelang gefoltert. Nun bettelten beide um den Tod, um die Hinrichtung durch das Schwert. Eine Ermordung, die man damals tatsächlich als Begnadigung bezeichnete, da sie eine Alternative zu der viel schrecklicheren Verbrennung am Scheiterhaufen war. Doch die Scheiterhaufen loderten damals gar nicht so oft, denn die Begnadigung war käuflich und zu jenem Zeitpunkt geradezu eine feste ökonomische Größe. Man erwartete einfach, dass die angeklagte Person oder die Angehörigen das nötige Geld aufbrachten und somit die Sache mit einem Schwertstreich von Meister Klaus aus der Welt geschafft werden konnte. Für Kerkmann war das hier ein besonderer Triumph, denn dies waren seine prominentesten Angeklagten und ihre Bekenntnisse wogen deshalb in der gesellschaftlichen Wahrnehmung deutlich mehr. So versagte ihnen vorerst die Hinrichtung, denn er wollte sie weiter ausquetschen und ihr Stammeln und verzweifeltes Plappern immer weiter protokollieren. Er brauchte Namen. Kerkmann hatte viele Feinde und viele Leute erweckten sein Missfallen. Seine Methode, sich von Folter zu Folter mit immer neuen Namen einzudecken, so eine Art Schneeballsystem mit Foltersitzungen, funktionierte hervorragend. Und Kerkmann machte sich dabei vermutlich wenig Gedanken darüber, dass Lemgo regional und überregional zunehmend diesen schrecklichen Ruf erlangte, als ein Ort, den man nur mit äußerster Vorsicht betrat. Denn ein falscher Blick und man konnte in die Fänge der Stadträte gelangen. Und Kerkmann hatte bereits sein Auge auf jemand geworfen,
Der vermögende Geschäftsmann und Gastwirt Rottmann hatte sich in der Vergangenheit mehr als einmal kritisch gegen Kerkmann geäußert, insbesondere als die Witwe Böndel in die Schusslinie geriet. So etwas vergaß Kerkmann nicht. Die Protokolle seiner Verhöre der Witwe Böndel zeigen deutlich, wie die Witwe verzweifelt und recht wahllos in ihrem zermürbten Geist nach Namen fischte, die den Folterern gefallen könnten. Kerkmann weiß genau, welche Namen er hören will. Der genannte Händler Johann Rottmann, der Kantor Bernd Grabbe und natürlich der Sohn von Anna Böndel, Dr. Sprute, dessen juristische Verteidigung bereits 10 Jahre zuvor aus Kerkmann einen Narren machte. Doch da sind noch mehr. Dies soll die Zeit der Abrechnung sein. Ein Ausschalten der politischen Gegner. Der Waldvogt Hermann Gröne und dessen Frau werden angestrebt. In einem dieser Verhöre fällt eine schicksalhafte Erwähnung. Die Witwe Böndel merkt an, Rottmann verstünde sich so gut mit dem Prediger Koch. Dieser hatte zwar gegen das Saufen und die Gewalt gepredigt und damit wohl einige sehr subtile verbale Salven gegenüber der eher dumpfen Clique um Kerkmann abgefeuert, doch der Stadtrat hatte ihn bis dahin kaum auf dem Radar. Prediger Koch stellte keine unmittelbare politische Gefahr dar. Kerkmanns machthungriger Geist ist fixiert auf Grabbe, Gröne und Rottmann. Doch nun ist es aktenkundig und der etwas abwegige Verdacht steht im Raum, dass der evangelikale Prediger Andreas Koch und dessen Frau mit dem Teufel im Bunde sind. Für viele klingt diese Anschuldigung sichtlich überzogen. Kerkmann macht sich kaum die Mühe, über die Ehefrau des Pfarrers, Anna Elisabeth Pöppelmanns, Nachforschungen anzustellen, obwohl sie bei den wenigen Verhören, in denen es um ihren Ehemann geht, fast immer mitbezichtigt wird. Für Kerkmann und seine Strategien ist sie einfach zu unwichtig. In ihrem Essay »Es ist kein Retter da gewesen« beschreibt die Historikerin Gisela Wilberts einen Augenblick, der hierbei deutlich macht, wie denn der Pfarrer Andreas Koch zunehmend in die Bredouille reingeritten wurde. Ich zitiere: »Mit dem Geständnis der Schönstockischen ging man am 4. Oktober wieder zu Böndelschen. Sie sollte diejenigen nennen, die mit auf dem Tanz gewesen seien und die sie bisher verschwiegen habe. Die Schönstöckische habe sie ohnehin alle benannt. Tatsächlich bestätigte sie dann einen Teil der von der Schönstöckischen besagten Personen, darunter Andreas Koch. Befragt, wer ihnen denn das Zaubern gelehrt habe, bezichtigte sie sich selbst. Es sei vor 12 Jahren in ihrer Stube geschehen, noch zu Lebzeiten ihres Mannes, und damals habe sie auch Ehebruch mit ihm begangen. Unter den aufgezählten Fällen angeblichen Schadenzaubers ist einer bemerkenswert. Als Magister Johann Kempers erste Frau im Kindbett gestorben sei, habe Herr Andreas das Kraut dazu gegeben. Dies sollte später auch die alte Küstersche erzählen, mit dem Zusatz, dies sei geschehen, damit Magister Kemper die Schwester von Herrn Andreas' Frau heiraten sollte. Gaben beide hier ein in der Stadt umlaufendes Gerücht wieder? 3 Wochen später, am 25. Oktober, widerrief die Böndelsche alles, was sie über Andreas Koch gesagt hatte. Aber da war es längst zu spät. Magister Kemper war eine Person, über die wir hier noch sprechen werden. Zum einen, und das interessiert uns an dieser Stelle nicht so viel, ist er der Vater des berühmten Forschungsreisenden Engelbert Kempfer, der zu Recht oft als der erste deutsche Weltreisende bezeichnet wird. Zum anderen repräsentiert der Prediger Johann Kemper den Typus des mutlosen, priesterlichen Mitläufers, der vermutlich an den Mummenschanz des Hexenglaubens geglaubt hatte und es auch bei mehreren Anlässen versäumt hatte, Kerkmann und seiner Clique die Stirn zu bieten. Und gerade für einen Priester ist ein solcher Grad an Feigheit besonders schändlich. Und hier bis zu einem Punkt, an dem man sich die Frage stellen muss, ob Johann Kemper als einer der Täter bewertet werden sollte, im selben Atemzug mit Kerkmann, Berner und Hilmar Kuckuck. So fand ich in dem Buch »Pfarrhäuser in Nordwestdeutschland« von Thomas Spohn die Erwähnung, dass Magister Johann Kemper in 1675 ein beachtliches Anwesen mit dem Namen Steinhof erworben und als privates Pfarrhaus bezogen hatte. Ein Leben lang treu die Parteilinie der Ratsherren zu fahren, hat ihm eindeutig nicht geschadet. Sein Mitläufertum war so offensichtlich, dass die Witwe Böndel sich geweigert hatte, mit ihm im Kerker zu sprechen. So sehr war sie menschlich von ihm enttäuscht, da Johann Kemper auch insgeheim offensichtlich an ihre Schuld glaubte. Wir müssen an dieser Stelle innehalten. Wir müssen innehalten. Denn wir sind hier im Herzen der ganzen Angelegenheit, weshalb ich überhaupt diese Reihe mache, um den Versuch zu wagen, die Menschen und die Ereignisse zu verstehen.
Nichts ist so einfach, wie eine falsche Darstellung der Hexenprozesse vorzunehmen. Und Romane und Filme haben das zuhauf getan. Zeitungsartikel, Blogs. Dabei entsteht oft dieser verzerrte Eindruck, dass es damals eben die verblendeten Schurken gab, religiöse, bigotte Fanatiker und Frauenhasser, und ihnen gegenüber standen die aufgeklärten Opfer. Doch die Situation damals war eine gänzlich andere. Natürlich ist nichts Falsches daran, Kerkmann, Berner und Kuckuck als Gauner und Verbrecher zu rezipieren. Ich denke, das gilt insbesondere deshalb, weil ihre Verfahrensweise gleichzeitig ein sehr gekonnter juristischer Trickbetrug war. Gisela Wilberts widerspricht der häufigen Behauptung, Kerkmann und seine Leute hätten sich über die Gesetze hinweggesetzt und hätten die Regularien nicht eingehalten oder überdehnt. Im Gegenteil, ihre Prozesse galten als unanfechtbar. Da sollte jedes i-Tüpfelchen seine Richtigkeit haben. Natürlich haben sie auf diese Weise schändliche Dinge begangen, doch sie haben vollständig innerhalb der Spielräume des geltenden Gesetzes operiert. Und wenn Dr. Sprute die juristischen Voraussetzungen für eine Gegenmaßnahme feststellte, hatte man ihm diese auch gewährt. Kerkmann hatte sehr genau darauf geachtet, dass nicht der Eindruck entsteht, er stelle sich über das Gesetz, so wie die Gewalt nur von dem Scharfrichter und seiner Knechte angewendet wurde. Natürlich kann man sich im Detail darüber streiten, ob Kerkmanns Befragungen nun extrem suggestiv waren und die verzweifelten Personen zu festgelegten Resultaten führten, denn schließlich war es schon so, dass die von Kaiser Karl V. initiierte Constitutio Criminalis Carolina, die zu jenem Zeitpunkt schon über 120 Jahre im Umlauf war, die allzu suggestive Befragung untersagte. Doch dies war eben keine freiheitliche, demokratische Gesellschaft mit einem Grundgesetz. Das war aber nicht Kerkmanns Schuld, so standen die Dinge damals eben. Doch Kerkmanns Verfahren waren natürlich nur Deckmantelchen für Maßnahmen, die gänzlich politisch und sichtlich wirtschaftlich motiviert waren. Und hierzu war es wichtig, dass er über den Verdacht erhaben blieb und dass man ihm nicht eine endlose Serie aus Verfahrensfehlern und Machtmissbrauch nachweisen konnte. Und obwohl all diese Vorgänge eigentlich dem Landesherren offiziell unterstanden, in jenen düsteren Jahren war es Graf Hermann Adolf zu Lippe-Detmold, schwebte über der Sachlage in Lemgon noch immer der gültige Röhrentrupper Rezess, jene schicksalhafte Übereinkunft zwischen Simon dem VII. Und dem Bürgertum von Lemgo, das den Lemgoern das Ius Gladi gab, das Recht selbst gerichtlich über Leben und Tod zu entscheiden. Die Frage, ob Hermann Adolf nicht hätte Dutzenden Menschen das Leben retten können, ist sicherlich relevant und kann vermutlich nur von einer spezialisierten Historikerin wie Gisela Wilberts beantwortet werden. Wegen dem Röhrentrupper Rezess hätte der Landherr viel mehr als üblich sein Gewicht in die Waagschale legen müssen und viel mehr Einfallsreichtum aufwenden müssen, um einzelnen Angeklagten zu helfen. Doch ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Grund zu der Annahme gibt, dass er die Machenschaften von Kerkmann für politisches Lavieren hielt und nicht etwas naiv an die Prozessurteile glaubte. Es war eben eine andere Zeit damals und man musste einen einzelnen Menschen nicht mühsam von der Idee überzeugen, dass Leute sich nachts in Scheunen trafen, um nackt zu tanzen und den Teufel anzubeten. Dies war seit vielen Jahren ein gängiger Tropos in Erzählungen und Kunstwerken. Und wir haben in den vergangenen Videoepisoden auch deutlich gesehen, dass der Hexenglaube stets auch Teil eines selbstbestärkenden Kreislaufs war, in dem Ideologie, Kultur, Kunst, Alltag und Glaube eine geradezu mechanische Rolle spielten. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA war es nicht schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass ein bestimmtes Individuum ein heimlicher Kommunist war, der für die Sowjetunion arbeitete oder mit dieser zumindest sympathisierte und damit ein williges Scharnier für die echten Spione war. Dies war eben der Zeitgeist. Und manch ein Freidenker fand sich da plötzlich wieder in den Fängen des FBI. Natürlich drängt sich die Vermutung auf, dass Graf Hermann Adolf genug Intellekt und Bildung besaß, um zu verstehen, dass die Lemgoer Ratsherren dort groben Unfug trieben und das System für ihre Machtspiele missbrauchten. Doch sich darin einzumischen, erschien ihm wohl nicht die Mühe wert. Doch ich vermute, dass dies an dieser Stelle nicht die wahre Antwort ist. Und dass die eigentliche Antwort, wie so oft im Leben, deutlich schnöder ist. Denn die Hexenprozesse waren auch eine ökonomische Maschine, an der viele kleine Rädchen beteiligt waren. Hier flossen Gelder hin und her und nicht nur in die Taschen der Lemgoer Ratsherren.
Wir hatten schon über den regen Verkehr mit den Gutachten gesprochen, die unentwegt auswärts an den erreichbaren juristischen Universitäten erstellt wurden. Diese Gutachten spielten eine immense Rolle in den Verfahren und trugen massiv zu deren Legitimierung bei. Doch es war noch etwas komplizierter. Ich möchte einige Zeilen von Karl Mayer lesen aus seinem Buch Geschichte der Stadt Lemgo. Dies ist ein Abschnitt, der langsam ahnen lässt, wo der sprichwörtliche Hund begraben lag und der deutlich macht, worum es hier geht und weshalb ich überhaupt diese Videoreihe mache. Also, aufgepasst! Gewaltiges Aufsehen im ganzen Lande erregte der Prozess gegen den Schullehrer Hermann Beschoren. Er wurde verhaftet, da in der Stadt das Gerücht ging, vielleicht von rachsüchtigen Schülern aufgebracht, er habe zahlreiche seiner Zöglinge zum Teufelsbunde verführt. Ohne weiteres mit der peinlichen Frage belegt, bekannte er 17 Knaben und Mädchen von 9 bis 14 Jahren, das Zaubern gelehrt zu haben. Außerdem gestand er, seine Buhlin Sibylla habe ihm Kräuter gegeben. Mit denen habe er zuerst seine schwarzbunte Kuh vergeben, danach andere Leute Kühe und Ferkel, Potkes Tochter habe er ein Kraut gegeben, davon sie kollerhaftig im Kopf geworden und so weiter. Als Graf Hermann Adolf von der Geschichte hörte, war er entsetzt über den Teufelskerl, der schon Kinder zur furchtbarsten Sünde verführt hatte. Er oder sein Kanzler Tilhen hielt es für angebracht, den Lemgoern einmal gehörig auf die Finger zu klopfen. Die Unbekümmertheit, mit der der Lemgoer Rat über gräfische Untertanen regierte, war den Detmolder Herren schon oft auf die Nerven gefallen. Ein scharfes Schreiben machte den Lemgoer Rat den Vorwurf, er habe wiederholt ungesetzlich gehandelt, indem er erstens verschiedene Hexen auf dem Markte, also an höchst ehrenvoller Stätte, hingerichtet, zweitens, dass er sie mit dem Schwerte statt mit dem Feuer abgestraft und drittens, dass er die Körper vermittels eines Sacks in die Erde begraben habe. Er höre, man wolle den Beschoren zum Schwerte begnadigen, das sei wieder die Halsordnung Kaiser Karls des V. Zuvor habe eine Konfrontation der zwei kleinen Söhne des Meiers zu Lückhausen, und zwar in Gegenwart des Kanzlers, stattzufinden. Drohend schließt das Schreiben, ihr sollt euch darauf als willfahrig bezeigen, damit wir eure Devotion und schuldigen Gehorsam um so viel mehr verspüren mögen. Das Bedrohlichste in dem gräflichen Schreiben aber war der Satz, das Begnadigungsrecht steht euch nicht zu, sondern bleibt dem Landesherrn reserviert und vorbehalten. Wo blieben die alten heiligen Privilegien der Stadt, die sich von jeher selbst regiert hatte? Wie sollte man ohne die Gelder, die für das Schwert gezahlt werden mussten, die ganze Hexenschinderei finanzieren? Für 17 im Jahr 1654 juristifizierte Zauberer und Hexen waren 1164 Reichstaler draufgegangen, also im Durchschnitt 68 Taler pro Person. Eingenommen hatte man von den armen Sündern bzw. ihren Angehörigen 958 Taler und 26 Mariengroschen. Blieb für die verschuldete Lemgoer Kämmereikasse ein Ausfall von 207 Talern. Am 7. März 1662 erschien der ganze Hofrat von Detmold und haben denen von Lemgo das Gnadenrecht abgesagt, wie es wortwörtlich hieß. Die Lemgoer sträubten sich und führten einen 11 Jahre dauernden Rechtsstreit mit der Landesherrschaft um das Ius Agratiandi, das Begnadigungsrecht, in Wirklichkeit ein Streit um das Recht zur Ausplünderung der Hinterbliebenen, schuldlos Hingerichteter. Bei der schließlichen Einigung bekam die Stadt ein Drittel, der Graf zwei Drittel der für die Begnadigung zum Schwerte zu zahlenden Geldsumme. Die Stadt brauchte das Geld zur Kostendeckung, der Landesherr steckte es in die eigene Tasche und erzielte mit den abgehauenen Köpfen seiner Untertanen beträchtliche Einnahmen. In den 9 Monaten des Jahres 1666, die er noch zu leben hatte, waren es zigtausende nach unserem Gelde. Über den armen Schulmeister erging nach Vorschlag der Rintler Juristen das Urteil, dass er zuerst dreimal mit glühenden Zangen anzugreifen und folgends mit dem Schwerte vom Leben zum Tode hinzurichten und darauf der tote Körper mit dem Feuer zu verbrennen sei. Der Drost Zütterich schreibt in seinem Brief vom 28. September 1654, er stellte sich sehr geherzt zum Tode an und hat man ihn nicht einmal schreien hören. Auch die Frau Beschorens, eine geborene Hake, wurde umgebracht. Dies macht also deutlich, dass der Landesherr von Detmold wenig motiviert war, den gänzlich aus dem Ruder laufenden Prozesswellen Einhalt zu gebieten. Der Landesherr kassierte mit und vor allem kamen beide Seiten, Detmold und Lemgo, auf diese Weise zu einer Einigung.
Der Lehrer beschoren und seine Frau wurden zuvor aber mit dem Schwert hingerichtet. An dieser Stelle ist es auch wichtig, den greisen gräfischen Kanzler Nevelin Tilhain zu erwähnen, der in dieser Sache wohl eine Art Einflüsterer des Grafen Hermann Adolf war und zugleich einen Draht zu Heinrich Kerkmann in Lemgo hatte, mit dem er wohl verschwägert war. 60 Jahre zuvor war Tilhain selbst mehrmals Bürgermeister von Lemgo gewesen. Dies macht deutlich, wie sehr eine Person verloren sein konnte, geriet sie in die Fänge von Heinrich Kerkmann und Hilmar Kuckuck. Sogar wenn man über die Stadt Lemgo hinaus an die Vernunft der Landesherren appellierte, geriet man nur an Leute, die mit der Kerkmann-Clique im Bund waren. Wie so oft waren es nur die Ehefrauen der Edelleute, mit denen einige der Opfer in Korrespondenz standen, die den gesamten Betrug durchblickten. Doch sie besaßen keine echte Macht, die ihnen erlaubt hätte, in die interne Politik von Detmold oder Lemgo einzugreifen. Immerhin verdanken wir ihnen die Erkenntnis, dass damals keineswegs jeder an diesen Unfug geglaubt hatte, der nicht von ihm unmittelbar profitierte. Es gab damals durchaus aufgeklärte oder gebildete Personen, die wussten, was Sache ist. Doch das System Kerkmann war seit Jahren gut geschliffen und basierte auf viel Erfahrung. Kerkmann verstand das Spiel und er wusste auch zu vermeiden, den Bogen zu überspannen. Seine Clique konnte sich bereichern und konnte dieses System dafür nutzen, um zugleich seinen politischen Machterhalt fortzusetzen. Denn all diese genannten Leute um Anna Böndel waren de facto die Opposition. Diese Leute waren ein anderer Schlag Mensch, mondäner als die verkniffenen Altgeister um Kerkmann. Erfolgreiche Geschäftsleute, Intellektuelle, Leute, die bereits über den Tellerrand der eigenen Existenz geblickt haben. Es lag in der Natur der Sache, dass ihnen die Zukunft Lemgos gehörte. Im Stadtrat waren sie bereits vertreten, insbesondere durch die Familie Kleinsorge, die als erbitterte Gegner der Hexenprozesse gelten und tief in der Fraktion um Böndel, Rothmann und Strute standen. Wenn Kerkmann der Witwe Böndel schadete, schadete er auch Kleinsorge. Dies war die große Ära der Kontaktschuld. Ein Begriff, der heute wieder an die Tagesordnung kommt. Zum Abschluss nur eine Anmerkung. Ich fand, dass das hier eine sehr wichtige Episode war, im Sinne meines Versuchs, die Vorhänge aus Legenden und Schundliteratur niederzureißen und ein echtes Gefühl dafür zu bekommen, welche Atmosphäre da in jenen Jahren in Lemgo geherrscht hatte und was die Menschen dazu bewog, solchen Abscheulichkeiten nachzugehen. Wenn euch also mal jemand wieder mit irgendwelchen Da Vinci Code Spekulationen kommt und diese dann für bare Münze ausgibt, wisst ihr Bescheid und könnt euch guten Gewissens euren Teil denken, dass diese Person blühenden Unsinn redet und Fantasie und Wirklichkeit nicht wirklich gut auftrennen kann. Bis zum nächsten Mal.